Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Und auch wenn man es mir nicht ansieht, heute machen wir türkisches Essen, wir machen Börek. Das wird sehr lecker und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, ich liebe die mediterrane Küche. Perfekt. Wir brauchen ein paar Zutaten. Und zwar als allererstes habe ich die Klappschaf. Das ist mein Dönergewürz. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das kaufen, euch selber ein Dönergewürz kaufen oder ihr könnt das auch nachmischen. Rezept findet ihr auf www.klausgrill.de. Dann habe ich hier noch Olivenöl, habe ungefähr 150 Gramm so Feta-Käse, so ein Hürtenkäse. Habe hier drüben 500 Gramm Rinderhack, daneben 2 Esslöffel Tomatenmark. Hier vorne brauchen wir, einen Esslöffel voll von so Knoblauch. Also ich habe den Knoblauch immer so klein geschnitten, Olivenöl, da könnt ihr aber normalen Knoblauch, da nehmt ihr halt 2 Zehen. Hier drin sind 150 Milliliter Milch und 3 Eier versteckt. Dann habe ich noch so ein großes Päckchen Jufka-Teig oder Filo-Teig oder was hier, die Strudelteig, ich halte mal den Namen zu. Sind 300 Gramm drin. Habe hier noch so einen Silikonpinsel, ein bisschen Löffel, einen Schneebesen und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, scharfe Messer und ein Brett. Und das erste, was wir machen, ist, dass wir unser Hackfleisch hier anbraten. Grill in der Pfanne schön klein drücken und immer richtig, dass es halt immer durch ist. Also praktisch immer richtig scharf anbraten. Ja, wenn das hier fast fertig ist, dann nehme ich mir schon mal so einen schönen Löffel von dem Knoblauch und verteile den da drüber. Herrlich. Dazu kommen jetzt 2 Esslöffel Klappscharf. So, und der Tomatenmark. Und das riecht schon sensationell hier, in dem Moment, wo die Würze dazu kommen, herrlich. Das vermengen wir jetzt alles miteinander, dass es ungefähr so eine gleichmäßige rote Hackfleischmasse gibt. Wenn es so aussieht, können wir den Brenner ausmachen und der Rest zieht jetzt von alleine gar. Die 3 Eier und die 150 Milliliter Milch, die verquirlen wir jetzt miteinander. Auch kein großer Akt. Und wenn es so gleichmäßig verquirlt ist, dann ist das schon fertig. Ja, so viel Teig ist ein ganz zartes Pflänzchen, das sind jetzt so 7 Blätter. Und den werden wir erstmal in der Mitte halbieren. Das ist so, dass ich so ein Blättchen erstmal mit diesem Ei einstreiche. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Also jeweils immer so eine Hälfte. Aber schon so, dass so ein bisschen Flüssigkeit drin ist, weil die sind relativ trocken. Das ist übrigens dasselbe wie Strudelteig oder Filoteig, Jufka-Teig. Das ist immer dasselbe, steht auf dasselbe drauf. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, wer das zuerst erfunden hat. Aber ich denke, irgendjemand, der Bock hat auf Mehl und Wasser, also viel mehr ist da ja nicht dran. Dann nehmen wir mal unsere Masse dazu und legen so 2 Esslöffel von der Hackmasse hin und dazu, weil ich sehr gerne mag, so Weißkäse ungefähr so und dann rollen wir das direkt auf dem Päckchen hier zusammen, das wir umschlagen und dann rollt den Burschen hier so oft bis nach hinten hin, legen uns das hier so zur Seite und füllen die anderen Blätter auch noch. So sehen die aus. Und der Fan deshalb muss man sagen, das ist natürlich kein Börek und genau genommen ist es ein Zigarrenbörek. Und da, man kann es von der Form ein bisschen erkennen und die werden wir jetzt mit ein bisschen Olivenöl drüber und dann mit dem Pinsel wieder breit streichen, also einfach so ein bisschen locker drüber. Dann nehmen wir so ein bisschen einpinseln. Das ist dafür, dass sie nachher so eine schöne leicht ölige Oberfläche, ein bisschen wie frittiert bekommen. Sonst ist der Filoteig oben halt nur so ein bisschen trocken. Und deshalb finde ich es besser, wenn man die mal so ein bisschen einölt. Von beiden Seiten oder machst du? Ach, ich mache das jetzt bloß oben. So, dann nehme ich ein bisschen Backpapier. Und es hängt nämlich sehr schnell an den Rost fest. Und setze die auf das Backpapier auf. Und packe die praktisch erstmal alle hier oben in so eine richtig schöne Lage hin. Da liegen die, ich würde sagen, wie die deutschen Sieder am Strand. Sonne von oben, Hitze von unten, Deckel zu. Und jetzt lassen wir die da für 20 Minuten bei ungefähr 200 Grad. Und dann sollten die richtig schön braun außen sein und innen drin super lecker. Ich habe die Zange in der Hand, das kann bloß heißen, ja, Zeit ist abgelaufen und wir schauen mal, wie das da drin aussieht. Mega, oder? Ja, die Sumpfkram steht und die nehmen wir jetzt runter und dann sagen, werden wir die mal kosten. Ich würde sagen, wir machen mal einen obligatorischen Mittelschnitt hier, zack, durch. Ist das schön. Unser Hack da drin, genau wie ich mir das vorgestellt. Und jetzt, naja, auf euch hier drin die hohle Birne. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich habe 14 Stück davon gemacht. Das heißt, die sind nicht die alle und irre lecker. Richtig schön. Der Käse ist zwar, hätte fast so ein bisschen mehr sein können.
Ach nee. Da habe ich gerade kein Stück Käse. Da ist er. Geil. Innen saftig. Schön diese... Schmeckt so ein bisschen so wie... Also wie Lammhatschuh, ne? Manchmal, also die türkische Pizza, die hat immer so eine... Hat immer so einen Hackbelag oben drauf. Total geil mit dem Käse und außen knusprig. Mega. Und ich kann euch nur sagen, also Arbeitsaufwand, habt ihr gesehen, ist überschaubar. Ein bisschen handwerklich hier schick beim Zusammenrollen schadet nicht. Ansonsten für jeden leicht nachzumachen und das kann ich euch bloß raten. Könnt ihr euch auch raten, einen Daumen nach oben da zu lassen und einen wohlwollenden Kommentar. Oder natürlich ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Fans grillen Barbecue. Macht's gut. Mega. Hört mal knuspern. Geil. Ein bisschen diese feuchte Augen.